Hallo Freunde und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Die ersten Informationen der Schürfstelle haben wir bekommen in der letzten Folge. Jetzt sind noch zwei weitere dran. Und ich kann mich jetzt leider gar nicht mehr daran erinnern, ob wir mit diesen Kollegen hier schon gesprochen haben oder nicht. Ich werde das jetzt gleich anhand der Antworten merken. Aber ich meine, dass wir noch nicht nach Diego zum Beispiel gefragt haben. Und deswegen fragen wir den jetzt einfach mal, wo steckt denn Diego? Weißt du, wo Diego steckt? Diego? Er war bei Silvestros Schürfern dabei, aber er hat sich abgesetzt. Ich sah ihn mit zwei Rittern und einer Kiste gar nicht weit von hier. Du kannst doch von hier den alten Wachturm sehen. Geh dorthin und dann in Richtung Burg. Rechter Hand führt ein Pfad zwischen den Felsen entlang. Dorthin sind sie gegangen. Okay. Was machst du hier? Ich bin Kundschafter. Ich ziehe durch die Gegend. Aber die ganzen Snapper haben es mir nicht einfach gemacht. Ist eine gute Zeit, um sich ein paar Trophäen an Land zu ziehen. Vorausgesetzt, man versteht was davon. Die ganzen Snapper, die werden dir wohl nichts mehr zu schaffen machen. Denn die habe ich ja in der letzten Folge erledigt. Kannst du mir das beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du den Biestern die Krallen rausziehst, wenn sie tot sind. Das kostet aber Lernpunkte und Lernpunkte sind knapp und teuer. Ich frage ihn erstmal hier, ob ich was über die Gegend wissen muss. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Ach komm, erzähl mir mal was Neues. So, wenn ich die Krallen ziehen lerne, zieht er mir dann direkt was ab? Zeig mir, wie ich Krallen ziehe. Wichtig ist, dass du die Krallen mit einem Ruck entfernst, nicht lange rumzögern oder mit einer Klinge stochern. Auf diese Weise kannst du nicht nur Snappern, sondern auch Varanen und Schattenläufern die Krallen abziehen. Das ist doch schon mal cool. Ich weiß jetzt allerdings gar nichts, ob uns das Lernpunkte gekostet hat. Und da wir 8 Lernpunkte übrig haben, denke ich mal, das hat welche gekostet. Und zwar 2 Lernpunkte. Ansonsten würde es mich jetzt wundern. Gut. Dann gehen wir mal weiter hier. Da vorne waren wir schon drin. Da gibt es nichts außer Erz. Das brauchen wir jetzt momentan nicht. Und wir gucken nochmal, was hier so abgeht. Da vorne auf der anderen Seite, beziehungsweise was ist das dann? Das sieht aus wie Xardas alter Turm. Ich habe keine Ahnung, was wirklich ist. Ich sammle mal die Feuerwurzel ein hier. Und da vorne sah es auch so aus, als gäbe es da eine Höhle, beziehungsweise da ist auch irgendwas. Es könnte eine Statue sein. Wir gehen da jetzt einfach mal außen rum. Ich will mir das mal betrachten hier. Wir sollten auch aufpassen, denn wenn es dunkel wird, da sehen wir nichts mehr. Also sollten wir uns immer nur da... Oh, Sumpfkraut. Wir sollten uns immer nur da aufhalten, wo ein Bett in der Nähe ist. Wenn ich jetzt hier schwimme, kommen wir dann da wieder an Land. Kennt ihr noch diese Sumpfhaie aus dem ersten Teil? Ich denke gerade an diese. Das könnte hier wahrscheinlich passieren. Das sieht so aus. So, du sollst da hochschwimmen. So. Jetzt, da ist er eben gerade gehangen. Aber jetzt geht's weiter. Und da liegt auch wieder was. Ein Lederbeutel. Und was ist das? Dieses Stück Gehirn. Ja, das ist ein Totenschädel. Sieht ein bisschen komisch aus, eine Spruchrolle. Ansonsten war es das. So, und das ist keine Höhle, sah nur so aus, aber da vorne ist eine Statue. Sieht aber aus wie Belias Statue. Da lag noch was, ich hab's gesehen, ich werde es gleich holen. Belias Statue. Nee, hier will ich jetzt nicht niederknien, denn wir glauben ja an Innos. Knochen eines Skeletts, wofür brauchen wir den denn? Keine Ahnung. So, ich schaue nochmal auf die Karte hier. So, wir sind nämlich da. Und wir müssen jetzt im Prinzip einfach nur geradeaus laufen, um zu der anderen Schürfstelle zu kommen. Und das werden wir jetzt auch tun. Manchmal sage ich ja am Ende einer Folge, was wir in der nächsten Folge tun werden. Und wenn es dann zu lange her ist, weiß ich es nicht mehr. Und in der Regel schaue ich mir dann das Ende des Videos nochmal an, um dann wirklich zu wissen, was ich denn gesagt habe. Dieses Mal habe ich es nicht gemacht, also verzeiht mir, wenn ich gesagt habe, wir machen jetzt das und das. Und ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Aber ist ja auch egal, denn das Wichtige ist ja, wir brauchen mehr Informationen über die Schürfstellen. So, und da sind ein paar Wölfe und ich glaube, die werden wir jetzt auch nochmal umhauen. Und die kommen natürlich alle 4 angerannt, natürlich. So, einer ist noch. Und der kriegt's auch. Ja, wir sind verdammt stark geworden. Aus dem Padawan wird so langsam ein Jedi. Naja, ich glaube, das war in einem anderen Spiel.
Aber das wäre überhaupt mal eine Idee. Entschuldigung, dass ich jetzt off-topic rede. Aber Star Wars oder so, das zu Let's Playen, das könnte mir auch gefallen. Moment, da liegt noch was. Feuerkraut. Wieder auch mitgenommen. So, was haben wir hier? Eine Höhle. Eine alte Mine oder ein alter Stollen, was auch immer. Auf jeden Fall sollte ich besser speichern. Denn ich kenne ja Gothic. Du spielst eine halbe Stunde, bis Tote kannst du es gerade nochmal neu spielen. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, da ist hier ein toter Paladin. Und da vorne sind irgendwelche komischen Käfer. Das werden doch nicht die legendären Minecrawler sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Hier, ich sammle das erst nochmal ein, dieses ganze Zeugs. Lederbeutel, immer schön. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Und was ist mit dem Paladin? Der könnte mir doch einfach mal die Rüstung hier geben, oder? Was hältst du denn davon? Oh, ich weiß nicht, ob wir das Richtige machen. Da liegen ganz viele tote Paladine. Und welche von der Miliz? Sträflinge. Was ist das für einer hier? Das ist ein Minecrawler. Und er geht um wie Butter, ey. Leckt mich doch am Arsch. Mann, bin ich gut. Ja, ja, bis wir wieder zum Gegner kommen, wo ich umgehe wie eine Rakete. Und dann war es das wieder. So. Den haben wir schon durchsucht. Wir gehen einfach mal weiter. Beziehungsweise, ich will mal gucken, wo wir hier sind. Das ist doch hier wohl nicht die Schürfstelle, oder? Weil wir befinden uns nämlich ganz in dessen Nähe. Oder in deren Nähe. Trank? Kiste? Dafür habt ihr kein Talent. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Natürlich. Hab auch nichts anderes erwartet. Edles Langschwert. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Müssen wir uns nochmal betrachten. Und hier gibt es noch ein paar Pilzchen. Nehmen wir auch mit. Noch mehr Pilze. Butlerfleisch. Und da war doch noch was. Ein Erzklumpen. Ah. So, wie lange geht das jetzt hier? Bis es abbrecht wahrscheinlich. Haben wir da jetzt wenigstens was eingesteckt hier? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich auch einfach nur länger warten müssen. Keine Ahnung. Okay, aber wir gehen mal in die anderen Räumlichkeiten hier. Ich will das auch noch erkunden. Beziehungsweise der Minecrawler. Nein! Ich wollte den Minecrawler anklicken. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Na gut, wenn da nichts zu holen ist. Oh, da ist der Nächste. Den hätte ich beinahe übersehen. Ist schon wieder so dunkel hier. Na, den einen machen wir zwei Treffern kalt hier. Und da brauchen wir ein paar mehr. Aber da vorne sind mindestens zwei Stück. Ich sehe es nicht genau. Es ist reichlich dunkel hier drin. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das sind sehr viele hier. Komm, wir gehen nochmal zurück. Das kann doch nicht die Schürfstelle sein hier, oder? Auf der anderen Seite sind natürlich hier die ganzen Paladine. Und das deutet ja schon auf Schürfstelle hin, ne? Und das ist auch eine Erzmine. Aber wie verdammt nochmal sollen wir da an die Informationen kommen, wenn die alle tot sind? Ach, leckt mich doch am Arsch. Ja, wir sind genau da. Ich hab's gewusst. Verdammt. Wir müssen uns da durchschlagen. Ich werde jetzt aber nochmal eins machen, und zwar nochmal speichern. Wenn wir jetzt diese Minecrawler erledigen sollen. Wenn dann jeder Einzelne wieder 10 Treffer aushält, so wie eben gerade, dann haben wir ein Problem. Wir müssen da auf jeden Fall weiter. Das ist der einzige Weg, der hier weiter reinführt. So, nächster. Und der noch. Warum hält denn der so viel aus, ey? Verdammt. Es waren 4 Stück gewesen eben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich war ja im Kampf, ich war ja beschäftigt. Und wir gehen mal ganz schnell und flugs hier hin. Nee, Butlerfleisch. So, da werden wir uns mal ein paar reinziehen hier. Im Dauerfeuer essen sozusagen, bis wir wieder voll sind. Die sind nämlich gar nicht so schlecht, die Dinger hier. Ich habe das nur in der letzten Folge gar nicht gewusst. Ich musste es erst wieder unter den Kommentaren lesen. Hey, Kryo, warum isst du nicht das Butterfleisch? Das bringt ja 15 Punkte zurück. Ja.
Wenn ich euch nicht hätte, Jedda, ich glaube, ich wäre hoffnungslos verloren. So, ich speichere nochmal hier im Dunkeln. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Leider ist die Gothic-Aufnahme immer sehr, sehr dunkel. Und es ist auch völlig egal, wie hell ich das Spiel einstelle. Man sieht dann im Endeffekt trotzdem nichts mehr. So, aber ich sehe, dass da noch was ist. Och, und da sind schon wieder mehrere. Leck mich doch am Ärmel, eh. Mindestens 4 Stück. Wir probieren es. Vielleicht haben wir wieder Glück, aber diesmal haben wir, glaube ich, weniger Glück. Es waren 4 Stück. Verdammt nochmal, wie kann ich denn die kalt machen? So, dann werden wir nochmal schnell reinladen hier. So, hier die 108. Da sind wir wieder in der Höhle. Und 4 Stück schleichen da vorne rum. Man müsste die so einzeln rauspullen können. Aber die kommen immer im Bundle, glaube ich, hier. Irgendwas haben die da zu fressen. So, komm jetzt, mach keine Scheiße hier. Verdammt, wir hätten es beinahe geschafft. Beinahe ist leider auch daneben. So, einmal probieren wir es noch hier, bevor ich mir was anderes einfallen lassen muss. Ah, Mist. Pack das Schwert aus, Junge. So. Es ist natürlich immer so ein bisschen Glückssache dabei, ne? Und so wie jetzt. Da treffe ich keinen hier. Ja, und da sind wir schon wieder tot. Ich versuche gerade mal zu schauen, ob es da überhaupt noch weitergeht. Aber ich glaube, wir müssen die erledigen. Irgendwo müssen noch diese Informationen sein, die wir benötigen. Oder die hat Diego oder so. Und der war hier gewesen, ist dann abgehauen. Und wenn wir den finden, hat er die Informationen. Das könnte auch sein. Denn ansonsten liegt ja hier nichts mehr rum. Möglicherweise ist da noch eine Leiche irgendwo versteckt. Ich schau nochmal gerade, ob es da weitergeht, aber da gibt's doch gar nichts mehr. Es sind wirklich nur noch diese Minecrawler hier. Und selbst da, wo die eben gerade so rumknappern, in diesem Moment, da sehe ich nichts mehr. Oh, da hinten könnte es weitergehen. Ich sehe es nicht genau. Verdammt. Und was ist, wenn ich da jetzt weiterrenne? Dann bin ich auch tot. Aber ist egal, wir rennen jetzt einfach mal weiter. Ich will mal gucken, ob es da weitergeht. So, weiter, 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 weiter. Ach du heilige Scheiße. Minecrawler-Zang. Da lag noch was. Schwarz, da gibt's noch eine Menge hier. Leck mich. Ah. Da gibt's auf jeden Fall noch eine Menge mitzunehmen, aber ich weiß nicht, ob wir das brauchen. So, komm. Ich lade es wieder rein hier. Das ist wieder eine Folge. Gerade eben hat's noch gut geklappt. Und dann gehe ich wieder um in der Rakete. Ich glaube, wir brauchen wieder ein Upgrade. Wir müssen uns wieder aufbessern. Aufmotzen, wollte ich sagen. So, jetzt arschgeleckt. Ich gehe nochmal zurück. Waffenknecht, alte Münze. Ich denke halt mal, dass da vielleicht jemand was dabei hat. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Und das wird doch mit Sicherheit ein Paladin dabei haben normalerweise. Da gibt's auch noch was hier. Da vorne sind wieder die Minecrawler und wir gehen wieder ans Helle zurück. Waffenknecht, nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Sträfling, zu holen. Das haben wir alles durchsucht. Da ist noch ein Sträfling, noch ein Paladin. Nichts zu holen. Ja, alles schon durchsucht. Ich gehe nochmal da vorne in den Raum, den wir schon leergeräumt haben. Aber da gibt es nichts. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, ja, das wissen wir auch langsam. Ich glaube, wir sollten dieses Talent unbedingt lernen. Aber hier gibt es nichts mehr, aber doch Butlerfleisch. Mann, oh Mann, diesen fucking Bericht, den brauche ich auch hier. Ah, sind wir falsch abgebogen. So, mal gucken. Ob ich jetzt richtig laufe. Da geht's wieder raus. Den Paladin haben wir schon durchsucht, oder? Da ist nichts zu holen. Da vorne der Paladin. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, aber hier gibt's noch was zu holen. Knochen eines Skeletts. Was soll ich denn mit diesen Schrottdingern, ey? Kann man wahrscheinlich zu Geld machen, aber ob die viel wert sind, keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall diesen verdammten Bericht. Und ich weiß nicht gar mal genau, was er gesagt hat, jetzt der Kollege da vorne. Der hat gesagt, von diesem Turm aus sind die irgendwie nach Norden oder was gegangen. Ich weiß es nicht. Komm, wir gucken uns einfach mal die Gegend an. Ihr wisst schon was. Das Kraut nehmen wir noch mit. So, hier gibt es nichts mehr. Und wir gehen da vorne weiter.
bis uns wahrscheinlich das nächste Vieh wieder umhaut. Oh oh, das ist doch ein Golem hier, oder? Das ist doch so ein beschissener Golem. Da renne ich mich doch wann was. Da war doch schon mal was früher. Ach du Scheiße, leckt mich am Arsch. Ich glaube, ich sollte es gar nicht ausprobieren mit dem Kollegen hier. Denn der ist bestimmt stärker als ich. So, der ist aber stehen geblieben jetzt, ne? Ah, da dackelt er wieder ab. So geht's auch. Ich hätte ja mal draufhauen können. Aber ich habe Angst. Ich habe immer viel Angst. So, und ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind, aber ist doch völlig egal. Wir müssen es ja alles mal erkunden. Ansonsten ist es ja hier sehr ruhig irgendwie. Besteht jetzt irgendwie keine Gefahr hier, würde ich sagen. Noch nicht. Oh, was haben wir da Schönes? Eine schöne, sumpfige Gegend. Da vorne ist so ein Varan oder was es ist. Was ist das für eine komische Insel und was ist da oben? Ach, ich erinnere mich an früher. Ich glaube, da war was. Ach, pack das Ding weg. So, der dreht sich im Kreis wie ein Bekloppter. Ich erlöse dich von deinem Leid. Komm her. Ja, komm jetzt und hör auf zu knurren. So. Es wäre natürlich schöner, wenn die immer beim ersten Schlag umgehen würden. Ach, und da sind auch noch zwei, ey. Zwei ist mir einer zu viel, wenn ich ehrlich bin. So, der kommt aber an. Der andere bleibt stehen, das ist okay. So, komm. Scheiße. Manchmal hauscht er mit einem Schlag fast komplett runter. Und dann brauche ich 10 Schläge für den Rest. Das gefällt mir nicht. Komm, du Stinker. Zum Glück geben die ganz gute Erfahrungspunkte hier. Und die in seine Krallen können wir jetzt mitnehmen. Wenigstens etwas. So, hier. Der Lurker oder der Lurker. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wir leben in Deutschland, also ist es der Lurker. Und da vorne? Was ist denn das da vorne, ey? Da sind auf jeden Fall von den Mini-Raptoren, ey. Die gefallen mir nicht. Ich glaube, die machen mich platt. Aber da ist eh hier irgendwie Feuer, irgendwie glützt da. Ich glaube, da können wir jetzt noch nicht hin. Das ist wahrscheinlich dann später ein Drache. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Ich weiß aber, dass wenn wir jetzt zurückgehen wollen, wir dann diesen bescheidenen Golem vorbei müssen. Eventuell, wenn wir nicht da vom Felsen runterspringen. Was wir natürlich auch machen können. Ich weiß nicht, ist das so hoch, dass wir da runterspringen können? Da können wir runter, oder? Das sind wir ja genau über diesem Lager. Entschuldigung, ich musste mal hixen. So, aber ich gehe einfach mal weiter in die Richtung. Von Orks ist momentan keine Spur. Aber die sind bestimmt nicht weit. Da vorne sind noch zwei von den Stinkern. Das sind jetzt Varane. Oder sind es auch Lurker? Nee, die sehen aus wie Varane. Und wenn jemand aussieht wie ein Varan und stinkt wie ein Varan, dann ist er auch ein Varan. So, komm. Gerade eben, was war das für ein Geräusch? Das war doch so ein Grillenzirpen, das ich normalerweise nur aus der Nacht von Gothic 2 kenne. So, aber ich bin wieder an dieser Stelle, in der wir in der letzten Folge hier zu der ersten Schürfstelle gekommen sind. Die zweite Schürfstelle haben wir auch entdeckt. Aber irgendwie fehlt es uns da so ein bisschen an Informationen. Da bin ich momentan etwas überfragt. Verdammt nochmal. Wie kommen wir da an die Informationen, wenn alle tot sind? Entweder wir finden da drin noch was, oder wir haben schon was gefunden, oder es ist was ganz anderes. Und die Informationen bekommen wir von jemand anderem, der hier nicht mehr ist. Ich weiß es momentan nicht. Und hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mal kurz im Internet nachgelesen. Ihr kennt mich ja. Aber ich wusste es nicht. Ich dachte, wir müssen hier wieder eine Quest machen und dann war es das. Aber diesmal ist es dann doch nicht ganz so einfach. Verdammt. Verdammt. Wie kommt man da eigentlich hoch zu Skadas Turm? Komm, wir gehen jetzt mal den Weg hier hoch. Sind wir denn eben schon gegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo war denn dieser Golem? War der vielleicht hier? Nee, wir sind noch nicht an der Burg vorbei. Da oben ist eine Blutfliege. Mal gucken, ob die uns sieht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ist ziemlich weit weg. So.
der alte Turm vom noch älteren Xardas. Da ist er, das ist er doch gewesen hier, oder? Oh, ich höre da irgendjemand grunzen, das sind Goblins. Ich habe es eben ganz leise grunzen hören. Deswegen mache ich Nummer 1, ich speichere nochmal schnell. Ich habe da so ein bisschen Angst davor. Irgendwie gibt es hier auch keine Quicksave-Funktion. Ich glaube, da muss man in der Registry was ändern. Dann müsste es funktionieren. So, wo sind die Stinker hier? Ach, da. Ein Goblin-Skelett. Oh, die hauen aber böse zu. Ach du Scheiße, ich schau doch mal ab hier. Da grunzt es und... Alter, da knurrt es eher. Das sind nicht nur Goblins. Wenn ich eins weiß, dann, dass es nicht nur Goblins hier sind. Oh, leck mich doch am Hintern. Also, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich höre da auch sehr schwere Schritte. Also, ich glaube, dass der Xardas-Turm noch bewohnt ist, wenn auch vielleicht nicht mehr von Xardas, aber irgendjemand ist hier drin. So viel steht fest. Knochen eines Goblins, eine goldene Halskette. Die können wir wieder schön verscheuern. Alter, das ist garantiert ein Dämon oder so, der hier drin ist. Ich bin mir da fast hundertprozentig sicher. Aber der ist wahrscheinlich im oberen Bereich des Hauses. Und nicht hier, wo wir hier sind. So, was mit der Truhe? Die ist verschlossen, ne? Vom Schlösserknacken verstehe ich. Ah, fuck you. Entschuldigung. Und so langsam aber sicher wird es wirklich dunkel hier draußen. Ich sollte vielleicht zur ersten Schürfstelle zurückgehen und mich dort mal kurz aufs Ohr hauen. Ich glaube, das wäre ganz nützlich. Und ich denke, das werden wir auch machen. Und zwar in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht's gut.